Wir sollten die Gunst der Stunde nutzen und die Stämme südwärts schicken, um die alte Welt zu überfluten. Herzlich willkommen, meine kleinen Seelen, hier bei Total War Warhammer. Ich bin eure Eisenseele und ich habe ja schon in meinem Sendeplan gesagt, dass ich ein bisschen anders jetzt als geplant vorgehen werde. Ich habe ja ursprünglich mit den Grünhäuten angefangen und nach Folge 3 doch gemerkt, ich muss mich erstmal ein bisschen reinfinden in das Spiel. Deshalb habe ich gedacht, in der Zeit, wo ich das Spiel für mich lerne, will ich euch trotzdem was bieten, damit da nicht einfach Ruhepause ist. Deshalb werde ich mit euch die anderen Völker mal anspielen, also sozusagen die Tutorial-Mission machen. Und weil sich gleich jemand gewünscht hat, werden wir mit den Chaoskriegern anfangen. Allerdings ist die Herausforderung da gleich als schwer eingestuft. Trotzdem, fürs Tutorial wird es eventuell reichen für die Erklärung. Wir fangen mal an vorzulesen. Chaoskrieger. Die Götter des Chaos tragen viele Namen und haben viele Gesichter. Für die meisten Bewohner der alten Welt, die um solche Dinge wissen, sind Kron, der Blutgott, Zeng, der Erzmanipulator, Nurgle, Herrscher des Zerfalls und Salish, der dunkle Prinz des Chaos. Viele Sterbliche verehren die Mächte der Verderbnis, die meisten davon stammen aus dem hohen Norden Noskars und darüber hinaus. Ihre riesigen Armeen bestehen aus Chaosbarbaren und Chaoskriegern, besonders gnadenlose Kämpfer, die mit Arkanenrüstung beschenkt wurden. Begleitet werden sie von einer Schar wahnwitziger Kreaturen. Bei diesen Horden kann es sich um Plünderer handeln, die die eisigen Seen in Langschiffen überqueren, um große Armeen, die ganze Städte niederreißen, oder ausgewachsene Invasionen, vor denen ganze Nationen vor Furcht zittern, in der Überzeugung, dass das Ende bevorsteht. Was durchaus zutreffend sein kann, denn die Zeit des dreieugigen Königs ist gekommen. Achon, der ewige Auserwählte, versammelt seine zahllosen Diener, die auf einen Flüstern ihres Meisters hin die Welt mit Verderben überziehen. Die Fraktionsmechaniken. Horde, die Fraktion hat keine Siedlungen. Infrastrukturen und militärische Verbesserungen sind von einem einzelnen Chaos-Horde abhängig. Korruption. Kann Chaos-Korruption in feindlichen Gebieten verbreiten, was die öffentliche Ordnung beeinträchtigt und sogar zu Chaos-Rebellion führen kann. Dann die Siegvorgaben. Reißt 40 verschiedene Siedlungen nieder und raubt sie aus. Zerstört die folgenden Fraktionen. Das Imperium, Bretonia und die Zwerge. In der kurzen Kampagne reicht es, wenn wir 15 Siedlungen einreißen und das Imperium und die Bretonia zerstören. So, als Top-Einheiten haben wir den Chaosriesen, den Todbringer und den Auserkorenen. Der Spielstil. Starke Einheitenlisten mit gepanzerten Infanterie und Monstern. Stark eingeschränkte Geschossoptionen. Hohe Diplomatiestrafe mit fast allen Fraktionen. Kein Handel möglich. Wirtschaft stark abhängig von Raub, Plünderei und Schlachtbeute. Okay, dann fahren wir mal fort. Wir haben hier die Fraktionsführer. Wir haben zum einen Archon, der ewige Auserwählte. Archon, der ewige Auserwählte, Fraktionsführer. Mächtiger Nahkämpfer und Anführer. Kann Zauber der Lehre des Feuers einsetzen. Fraktionseffekt. Bewegungsreichweite auf Kampagne, plus 5%. Und erhält minus 10% für Chaoskrieger und Chaosritter. Als zusätzliche Starteinheit bekommt er Chaoskrieger, Chaoskrieger mit Hellebarden und Auserkorene mit Zweihandwaffen. Dann hätten wir Korleg Sollenschlinger. Mächtiger Nahkämpfer und Anführer. Drachenoger Shargoff, ein gigantisches Monster. Fraktionseffekt, unterhält minus 15% für Drachenoger Shargoths, unterhält minus 10% für Drachenoger. Drachenoger. Okay, was haben wir hier? Chaoskrieger und als weitere Chaoskrieger mit Hellbahn. Und dann gäbe es noch den dritten Helden, Prinz Sigwald der Prachtvolle. Mächtiger Nahkämpfer und Anführer. Führerschaft plus 6 gegen Menschen. Chaos, Korruption, plus 1, alle Charaktere. Und als Starteinheit bekommt er Todbringer, Auserkorener mit Hellebarden
und Auserkorene mit Kriegsaxt. Wir starten einfach mal mit Achon, der ewige Auserwählte, der ja eigentlich auch der Story-Anführer sein soll. Also, Kampagne starten. Die alte Welt schwächelt. Die Nationen der Sterblichen verstricken sich in sinnlosen Kleinkriegen. Sie ahnen nicht, welche Gefahr im Norden lauert. Ich trete als Diener vor den allmächtigen Acharon. Ach so, das ist Acharon. Okay. Zumindest vorerst lässt sich der Günstling der Götter herab, meinen Rat anzuhören. Ich bete zu den dunklen Mächten, dass ich ihn nicht enttäuschen werde. Allem Risiko zum Trotz rate ich meinem Meister, gen Süden zu marschieren. Die Nordmänner werden unruhig. Wir sollten die Gunst der Stunde nutzen und die Stämme südwärts schicken, um die alte Welt zu überfluten. Acharon selbst, Auserwählter der Götter, wird die Horden des Chaos anführen, wenn wir die Lande der Menschen und Zwerge zerstören. Keine Seele, ob rein oder finster, soll Erlösung erfahren. Im Reich des Chaos hat Zeit keine Bedeutung. Hat Acheon seine unheilige Mission bereits abgeschlossen oder trat er soeben seine infernalische Reise an? Das alles kümmert ihn nicht, denn als ewiger Auserwählter ist er nur darauf aus, den elenden Sterblichen im Süden die letzten Tage zu bringen. Sie werden alle bezahlen. Ihr seid der ewig Auserwählte. Die Götter des Chaos ersuchen euch zu handeln, Champion. Ihre Kriegslust muss erfüllt werden. Ihr sollt in die Lande der Lebenden ziehen und Furcht und Zerstörung verbreiten. Die Norse-Stämme im Westen werden rasch fallen. Verbündet euch mit jenen, die sich euch anschließen, und tötet den Rest. Weiter im Süden liegen die Reiche der Menschen. Sie werden sich aus gutem Grund gegen euer Vordringen wehren. Ihr werdet sie vernichten, mächtiger Fürst. Verschlingt die sterblichen Seelen, um die Gunst der Götter des Chaos zu beschwören. Marschiert und verbreitet Zerstörung in ihrem Namen. Ja, gut. Dann zerstören wir. Zielvorgabe erteilt. Der Knecht. Alle sind Knechte des Chaos. Alle müssen dienen. Erfüllt den Willen der dunklen Götter und beginnt mit der Zerstörung. Das ist der vorgeschriebene Pfad für die letzten Tage. Ziel: reißt 4 verschiedene Siedlungen nieder und raubt sie aus. Aktuelle Anzahl 0. Belohnung 2000 Gold. Gesamte Gunst halt. Okay. Ja, dann greifen wir doch mal gleich hier das Lager der Bersolinge an. Feindliche Provinzhauptstadt. Hier. Nein. Komm schon. Achso, ich kann hier... Ich muss hier drüben rum. Okay. Ich dachte, ich könnte vielleicht übers Eis laufen. So. Technologie. Wir können Technologie bauen. Der Weg zum Ruin. Steht die ultimative Macht auf dem Spiel, müsst ihr euch auf eine gefährliche Reise gefasst machen. Kann ich noch nicht bauen. Okay. Okay. Der Acheon ist gleichzeitig meine Hauptstadt. Okay. Dann rekrutieren wir vielleicht noch welche. Okay, Helden kann ich noch nicht rekrutieren. Derzeit sind keine Helden verfügbar. Okay.
Kommandanten kann ich auch schon rekrutieren. Okay, das ist der... Okay. Rekrutierungsoption. Rekrutierung vor Ort ist nur in der Lagerstelle möglich. Okay. Dann rasten wir mal. Eure Rasse ist die Manifestierung des Willens der dunklen Götter, mächtiger Fürst. Nutzt die Gaben der Mächte der Verderbnis und ihr werdet unbezwingbar. Chaos. Die Streitkräfte des Chaos haben nur ein Ziel, alle anderen Rassen im Dienste der dunklen Götter niederzumetzeln und zu zerstören. Sie hausen in den Chaoswüsten weit im Norden, doch ihr Einfluss ist in der ganzen Welt zu spüren. Weitere Informationen über das Chaos gibt es hier. Okay. Lager der Bersoliner. Keine Ausrüstung verfügbar. Belagerungswaffen sind nur bei Angriffen auf ummauerte Siedlungen zur Verfügung. Dann Gefecht führen. Okay, Glücksspiel. Riskiert Magie für günstige Winde. Randall ist mit euch. Okay. Aufstellung starten. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, was für Einheiten wir haben. Das hier sind Chaos-Barbarenreiter. Die werden wir mal hier auf die Flanke setzen. Und ihr setzt euch dahin. Hallo? Ich sagte, ihr sollt darüber. Okay, was haben wir hier? Chaos Barbaren. Gehen wir nach vorne. Chaos Krieger. Kann man die mal ein bisschen reinzoomen? Wie sehen die denn aus? Oh, sehen die nett aus. Die Chaos Barbaren. Ich habe ja früher mal einen Chaos Barbar gespielt in Warhammer Dawn of War. Also dem MMO Chaoshunde. Was haben wir hier? Chaos Brut. Auch ganz nett. Chaos Krieger. Die Chaoshunde setzen wir mal ein bisschen hier rein. Was haben wir hier? Noch mehr Marauders. Marauders sind Kanonenfutter. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas hier drüben? Nein. Wo ist eigentlich mein Achron? Ah. Weißt du, ich setze mal ganz nach vorne. So. Okay, Gefecht starten. Setzt eure berittenen Soldaten wohl überlegt ein, mein Herr. Bedrängt die feindliche Formation und schlagt an den Schwachpunkten zu. So. Die bringe ich jetzt erstmal in Position. Die können die dann nachher da reinstürmen in die Mitte. Ich habe jetzt auch erfahren vom guten Anavi, dass ich mit Doppelklick die stürmen lasse. Okay, und ihr seht schon, die ziehen jetzt mich darüber. Und damit habe ich die da schon angelockt. Tremble, mortals!
The world will scream. Sind schon wieder in Panik geraten, oder wie? So. Wir können auch pausieren irgendwie. So. Und unser Archon ist schon mal hier drin. Und da ist der Gegner. Ihr geht auch bitte da rein. So. Okay. Und... weiter. Die sammeln sich gerade wieder. Okay, ich glaube, die haben wir eingenommen. So. Schnetzen die schön. Schwenke ich jetzt die Kamera noch ein bisschen ein. Okay, irgendwie muss ich die Kamera noch schwenken können, aber ich weiß jetzt gerade nicht wie. Irgendeiner. Nein, das ist die falsche. Vor, zurück. Okay, egal. Ihr dürft mal die hier vertreiben. Da, diese Chaos-Barbaren dürfen noch etwas dezimiert werden. Und da ist der Olaf. Achon, wo bist du? Könntest du bitte mal dich da gegen den Achon
den Olaf Stack im Arm. Stahltöter. Haben wir nicht noch irgendwo Berittene? Your will? The Changer directs us. Close on the sheep. Ich glaube, meine Chaos-Barbaren haben viel Spaß mit dem. Ja, der ist gerade gefallen. Der läuft immer noch. Lass den nicht entkommen. Den opfern wir der nächste auf ein kleines Feuerchen. Sieg. Gefecht beenden. Ja. Ihr seid siegreich. Die Leichen der Feinde übersehen den Boden. Und wer noch fliehen kann, wird unter dem Gelächter unserer Götter vom Feld gehetzt. Gefecht beenden. Achon, der ewige Auserwählte. Verluste 176. Verluste 343. Entscheidender Sieg. Beute erhalten. Talisman der Ausdauer. Siedlung erobern. Wir können sie jetzt ausrauben, niederreißen oder Stamm erwecken. Stamm erwecken? Ihr beschwört den alten Norse-Stamm, der einst diese Region durchwanderte, ihre Fraktion wiederbelebt. Was? Alle Gefangenen werden freigelassen. Sie werden unglaublich dankbar dafür sein und ihre Dienste als militärische Verbündete antreten. Machen wir. Talisman erhalten. Talisman der Ausdauer. Wer den Talisman der Ausdauer trägt, kann Wunden, Schmerz und Leiden besser ertragen, als es Sterbliche möglich sein sollte. Rettungszauber plus 15%. Achon, der ewige Auserwählte, bekommt's. Okay. Erhaltener Anhänger, Schüler, Geschichte, Anatomie, Alchemie. Alle Wege führen zum Trinken. Forschungsrate plus 10%, fraktionsweit. Dieser Gegenstand oder Gefolgsmann wurde von euch bereits einem Charakter zugewiesen. Okay. So, jetzt haben wir das Lager der Besoflingen. Okay, ich kann halt nichts machen. Aber wir ziehen weiter. Das Chaos bleibt nicht an einer Stelle. So, bevor wir da ins in den Süden reisen, nehmen wir uns da noch lieber das Frostland ein. Technologie. Prüfung der dunklen... Wir können jetzt eins entforschen. Das dauert jeweils 5 Runden. Prüfung der dunklen Götter. Lasst die Chaosbarbaren sich unter den ewigen Blicken ihres verdorbenen Meisters versammeln. Rekrutierungskosten minus 15% für Chaosbarbaren. Schädel für den Schädelthron. Kron verlangt nach Schädel und verleiht seinen Anhängern die Initiative, sie ihm zu bringen. Absolut. Jeden. Einzigen. Beute nach der Schlacht plus 10%. Oder Ritual der Verderbnis. Rituale, die zur Besänftigung der Götter durchgeführt werden, gewähren ein Verehrer gewisse höhere Günste. Einkommen durch Ausrauben von Siedlungen. Wir machen erstmal, wir rekrutieren die hier erstmal günstiger. Archon der Auserwählte. Können wir das hier schon kaufen? Stammesversammlung. Diese Streitkraft ist derzeit nicht in der Lage, in der Lagerstellung und hat nicht genug Bewegungseinrichtung. Okay. Das dauert noch eine Runde. Möchtet ihr... Also wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Okay. Was kriegen wir denn? Götter, Augen der Götter.
Die Chaoskrieger sind das Spielwerk der Götter und besitzen viele Gaben, wie beispielsweise beeindruckendes Kampfgeschick. Waffenstärke plus 7% bei Angriffen. Feuerball. Der Zauber beschwört eine knisternde Kugel aus magischen Flammen und schleudert sie auf einen nahen Feind. Abklingzeit minus 15% auf Feuerball. Herrschende Präsenz. Ein Kriegsherr des Chaos dominiert. Niedere Kreaturen erschaudern vor seinem Herrn, der so sehr unter Beobachtung der dunklen Götter steht. Führerschaftseffekt der Charakteraura plus 5. Oder Marschierer. Wer das Land und dessen Geheimnisse kennt, wir machen mal den Feuerball. Okay. So. Eure Krieger leben für den Krieg, mächtiger Fürst. Die Horden brauchen keine Städte oder Ortschaften. Reißt alles nieder im Namen der dunklen Götter. Bestimmte Fraktionen bewegen sich als Horde über die Kampagnenkarte. Eine Horde-Fraktion bewohnt keine Siedlung und trägt stattdessen ihre Infrastruktur mit ihren Armeen mit. Weitere Informationen zur Horde gibt's hier. Wechselhafte Winde der Magie. Die unbeständigen Winde der Magie wehen aus dem Reich des Chaos und ergießen sich über die Welt. Auf geheimnisvolle Weise brausen sie auf und ebnen wieder ab. Hier weht ein gewaltiger Sturm, dort kaum ein Lüftchen. Und nun haben sich die Arkanenströme erneut gewandelt. Je stärker die Winde in einer Region blasen, desto schneller verstärken sie sich in den Schlachten, die dort ausgetragen werden, und umgekehrt. Dies wirkt sich darauf aus, wie viel Zaubersprüche im Verlauf einer Schlacht gewirkt werden können. Okay, jetzt geht's erstmal Frostland an den Kragen. Und auch die Schlacht tragen wir aus. Wir starten wieder ein Glücksspiel, was auch immer das bewirkt. Zocken lohnt sich nie. Okay. Winde der Magie ist Aufstellung starten. Jetzt haben wir weniger Magie. Marauder Horseman. Der zweite Horseman. Das zweite Paar Hunde packen wir auch dahin. Okay. Acheon, setzen wir wieder nach vorne. Und Gefecht starten. Wir ziehen einfach mal mit euch allen nach vorne. Dieses Gelände erlaubt dem Feind, sich verdeckt zu bewegen. Wir müssen achtsam sein. Da kommen die garantiert nachher aus den Büschen. Ah ja, wir sehen dich schon. Feuern wir mal am Feuerball rein. Und. Naja. Nicht so ganz. Feuer
Ja, das müssen wir noch ein bisschen üben mit den Feuerbällen. Ja, ich glaube, unsere Barbaren sind Krieger sind besser als deren Barbaren. Oh, guck mal, der Vigor, der Speerbrecher, der haut schon ab. Ihr Hündchen, lasst mal ab von denen. Ihr dürft mal lieber da ein bisschen. Oh, schon gewonnen. Tja, dann. Ihr seid siegreich. Die Leichen der Feinde übersehen den Boden. Und wer noch fliehen kann, wird unter dem. Ja, haben wir schon gelernt. So. Vigo, Speerbrecher, deine Siedlung kommt nicht so chlorreich davon. Die werden wir jetzt in Grund und Boden stampfen. Niederreißen. Tja, das war da mal eine kleine Siedlung. Und da feindliche Nebensiedlung. Eure Rasse agiert mit mächtigen Horden. Achso, ich kann schon wieder einen Fähigkeitspunkt ergeben. Okay. Was nehmen wir denn? Vielleicht irgendwas, was Präzision gibt? Feuer nährt Feuer. Zwei Flammen vereint sind stärker und heißer als getrennt. Die Zündflamme verstärkt ein solches Feuer. Passive Fähigkeit Feuer und Flamme. Typ Fluchbereich beständig. Um sich herum wirkt sich auf Feinde in Reichweite aus. Kaskadierender Feuerschirm. Der gewählte Verbündete wird von einer feurigen Aura umgeben, die ein schützendes Flammenschild bildet und seine Fähigkeit verstärkt. Flammendes Schwert des Ruin. Der Zauber verzaubert die Waffe seiner Verbündeten, die daraufhin von wilden und feurigen Flammen umspielt werden. Das Ziel des Zaubers werden von flammenden Klingen unterstützt. Oder brennender Schädel. Ein höhnisch Lachen im flammenden flammengehüllte Fratze erscheint vor dem Zauberer. Mit einer schadenfrohen Kreischen wirbelt sich auf dem Schlachtfeld umher und setzt mit ihren Berührungen alles in Brand. Oh, das klingt doch cool. So. Technologien dauert noch ein paar Runden. Kann ich jetzt hier was machen? Nein. Wie kann ich jetzt eigentlich eine Stadt werden? Nein. Ich muss irgendwie irgendwo wach hinpflanzen. So, um Einheiten zu rekrutieren. Okay. Und wir bauen gerade bessere Infrastruktur. Mission erteilt. Schätze für die dunklen Götter.
Die Sorge der Sterblichen für die Götter des Chaos von... Was? Die Sorgen der Sterblichen sind für die Götter des Chaos von wenig Interesse. Doch die Stämme legen viel Wert auf Überfälle und verdienen eine Belohnung. Überfällt diese Feinde, lassen sie unsere Wut spüren. Plündert die folgende Region. Wolfsgrad. Runde bis Abschluss 8. Wo ist Wolfsgrad? Nee, machen wir noch nicht. Vergessen wir es erstmal. Variiert eure Taktiken beim Manövrieren im Angesicht des Feindes, mein Kommandant. Hinterhalte oder Verteidigungslager können zum Sieg führen, wenn ein direkter Angriff zu gefährlich ist. Ich rate euch, eure Kriegstechnik zu verbessern. Okay, wir können als Lasst nächstes... Lasst die Besten eures Volkes daran arbeiten, euer Wissen zu vermehren und eure Verfahren zu verbessern. Erhabener, die Champions der dunklen Götter sind zahlreich. Einer kommt zu uns, bereit zu dienen, damit er belohnt und erhört wird. Benutzt ihn, doch zeigt ihn auch seinen Platz und die Konsequenzen seines Versagens. Held rekrutieren bei Acheron, der ewige Auserwählte, erhabener Held. Wir kriegen Fasner Sprosstöter. Die Geschichten vieler erhabener Helden, wie sie in den verstreuten Chroniken der freien Bürger der alten Welt dokumentiert worden, ist eine Geschichte des Leidens und der bösen Taten. Okay. Ich würde sagen, du schließt dich mal den an. Held hinzufügen. Wir sind eigentlich mit der Ausbildung fertig. Das Auge öffnet sich. Die Chaosgötter bemerken ihren Champion, sind jedoch selten einig. Kron verlangt Gemetzel, Zech dagegen eine dezentere Vorgehensweise. Wir können uns für Kron anschließen. Verbleibende Runden 6 für den Blutgott, Nahkampfangriffe plus 6 für alle Einheiten oder Zech. Verbleibende Runden 6 für die Wandler, kostet der Heldenaktion minus 10%. Erfolgsschaden der Heldenaktion plus 10%. Wir gehen für den Blutgott. Choose me, Master. So, und jetzt will ich, dass ihr reist. Ah ne, wir können noch nicht reisen, weil wir noch bauen. Wie lange bauen wir denn noch? Sind doch fertig mit bauen. Ah ne, wir können hier die nächste Stufe. Dann bauen wir schon die nächste Stufe. Okay, jetzt aber, oder? Nein, wir können immer noch nicht. Der baut immer noch. Ich will noch dieses Jokrat ratten. In solch unsicheren Zeiten könnte eine strategische Übersicht helfen, Herr. Ja, ja, ist gut. Komme ich jetzt wieder aus dem Lager raus? Ich will das Lager abbrechen. Ah, okay. Jetzt da kann ich es machen. Okay, gut zu wissen. Hat mir auch keiner erklärt. Gut, wir wollen auch schnell das Dorf da einnehmen. Das sind Zwerge. Na, vielleicht. Konföderation. Das Imperium gegen Stierland. Die Fraktion des Imperiums konnte durch gerissene Diplomatie
oder gar Einschüchterung die Fraktionsdirland zu einer Union bewegen. Verräter. Okay, wir greifen die jetzt doch nicht an. Wir gehen da erstmal... Mit Zwergen lege ich mich jetzt noch nicht an. Das habe ich bei den Orks gemerkt, wie blöd das sein kann. Aber vielleicht schaffen wir jetzt ja noch die... andere... das andere... Wer bist denn du? Den holen wir uns natürlich noch. Jetzt haben sie das Ortdarchen eingeholt. Dann können wir es machen. Jetzt sind es nicht, ist es keine Zwergenstadt mehr. Na, bleibst du? Schatz für die dunklen Götter. Ah ja, okay, die Mission ist gerade abgelaufen. Egal, wir holen uns den da. Mission erteilt. Dieser Kommandant ist uns ein Dorn im Auge. Entfernt ihn, wie er sich für einen Dorn gehört. Ziel, verübt erfolgreich ein Attentat auf folgenden Charakter. Fellmann Igorsson. Das bist doch du da, oder? Ach ne, der da. Okay. Ich glaube, ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen. Bis wir den eingeholt haben, würde wahrscheinlich nochmal 10 Minuten vergehen. Ich sage auf alle Fälle danke, dass ihr zugeschaut habt. Und in der nächsten Folge... Beziehungsweise ihr könnt jetzt in die Kommentare unterschreiben, welches Volk ihr denn gerne als nächstes sehen wollt. Das waren die Chaoskrieger. Wir haben die Orks schon gesehen. Bleiben also noch die Vampirfürsten, die Zwerge und das Imperium. Ich sag danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns, hören uns und spielen uns wieder, meine kleinen Seelen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.